einen schönen guten Abend. Heute nur ein ganz kurzer Trip ins Reich der Videospiele. Viel ist nicht gekommen, zwei kleine Pakete. Und dieses hier hat mir jemand aus der Gruppe einen Link geschickt. Mir fehlen ja viele Anleitungen, die hatte ich ja kontrolliert. Jetzt habe ich Mortal Kombat 1 auf jeden Fall mal komplett. Hat mich 4 Euro gekostet, inklusive Versand. Nicht die schönste, hinten auch. Ja, aber es ist komplett. Und wenn ich irgendwann mal eine bessere finde, dann wird sie halt gewechselt. Dann, was man hinten hört, Milan spielt ein bisschen. Hat zwar Ton aus, aber ab und zu kommt aus dem Controller. Gibt Schlimmeres. Das erste Paket ist von Franz. Da habe ich ein bisschen was gekauft, günstig. Die Adresse weg. Ich weiß jetzt aber nicht mehr genau, was es alles war. Weil da warten wir immer ein bisschen, bis dann 3-4 Sachen sind. Wieder eingepackt. Erstmal Prost. Das ist einmal für Nintendo DS das GTA Chinatown Wars. Und so wie er mir gesagt hat, auch komplett mit Karte, ja, mit Karte, mit Anleitung, alles dabei. Freue ich mich, das hat mir gefehlt in der Sammlung. Für DS sammle ich ja nicht, aber solche schöne, also für mich schöne Sachen gerne. Dann, das ist auf jeden Fall mal ein Goodie, die lose CD in naja, Zustand von Raymond für die PlayStation 1. Die Rechnung. Dann so ein Schlüsselanhänger. Bergquell Brauspezialitäten. Ja, Franz, das passt ja für mich. Was hat er mir noch eingepackt? Ah, das war ich auch geholt. Das für den Gameboy. Das Super Bomberman. Zustand zwar nicht mehr so gut, aber günstig gewesen. Also hat er noch über Preis gemacht. Und fürs Zocken reicht's. Alter, das ist nicht dein Ernst, Franz. Disco-Mucke. Ja, die wandert in die Weihnachtsgewinnspielkiste. Kann sich jeder schon drauf freuen, wer die gewinnt aus der Gruppe. Also, Disco-Mucke. Und Bedingung für am Gewinnspiel teilzunehmen, man muss sie komplett hören. Und dann. Für den GameCube Magical Mirror Mickey Mouse. Das weiß ich gar nicht, ist das mit Anleitung oder nicht. Ja, ist komplett, sehr schön. Das haben wir uns auch rausgesucht. Und dann die OVP zu Super Adventure Island. Und zwar habe ich mit Franz vor kurzem einen Deal gemacht, falls wer das Video gesehen hat. Und habe gesagt, ah, die OVP fehlt mir doch. Jetzt hat er mir das Modul auch mitgeschickt. Ist mit Anleitung und jetzt hat er mir das komplett geschickt. Modul hätte ich gehabt, Franz. Habe ich dir aber auch gesagt. Dieses hier ist aber auch schöner wie meins. Von daher ist es okay. Also jetzt habe ich auf jeden Fall ein Super Adventure Island lose. Falls das jemand will, soll ich einfach bei mir melden. Also aus der Gruppe oder auch hier. Egal. Auf jeden Fall hier eine Lasche ab, aber ansonsten ist sie wirklich noch im schönen Zustand und das Spiel in OVP wird gehandelt für um die Fuffi. Von daher war es völlig okay, ich habe jetzt für alles, was hier liegt. Das hat er mir dann quasi echt geschenkt wieder, das muss ich, danke Franz. Ich habe nur das andere bezahlt, ich glaube 24 Euro für das GTA, das Gameboy und das Magical Mirror für die drei Dinge, wenn ich das richtig weiß, 24 Euro, Franz. Wenn nicht, schreib einfach einen Kommentar drunter, wenn es zu wenig oder zu viel war, was ich jetzt sage.
dass er gesagt, naja, komm, ist okay. Wir haben die ja zusammen gemacht, wenn es dir fehlt, das andere ist völlig okay für mich. Ich habe mir das jetzt gegeben, wie gesagt, lose habe ich jetzt doppelt. So, das war das erste Paket. Leg mal das hin. Legen wir mal gerade hier hin. Bitte bleib stehen. Da kam noch eins. Das weiß ich jetzt nicht. Das muss ich ein bisschen aufmachen, dass niemand die Adresse sieht. Weil ich warte auf insgesamt mit diesen zwei auf 5 Pakete. Deswegen weiß ich jetzt nicht genau, was es ist. Erstmal Schubbier sehen. Und immer noch Heimat und keine Werbung. Ah, okay. Das machen wir später. Und zwar habe ich mit Eule telefoniert, das müssen wir eh öfters machen, ja. Und während telefonieren, surfen wir dann beide entweder im eBay oder in Kleinanzeigen, schicken uns dann gegenseitig Links, was wir den anderen interessanten könnte oder ob man gemeinsam einen Zielgrad findet oder so. Und das ist jetzt einer davon. Den habe ich gefunden. Zufällig, das sind sogar zwei verschiedene Auktionen gewesen, also ein eBay normal. Mit der Taktik Sofortkauf neu eingestellt und dann habe ich bekommen einmal für 29,95 plus Versand, dazu später, für 29,99 im Sofortkauf kommt sogar das Dracula, sehr schönes Modul, ich hol's mal raus, weil ich das weiß, mit der Folie. Vielleicht mal es nicht so erkennen. Ja, sehr schönes Zustand. Ob man sieht. Finden auch keine Vergilbungen. Double Dragon 5. Auch schöner Zustand. Ist gar nicht. Und zu guter Letzt, was für mich allein schon das Geld wert war, Babsi 2. Auch in sehr schönen Zustand. Alle Aufkleber völlig in Ordnung. Und Fergie hat er reingestellt für 29,95 oder 99, bitte keine Rolle, Sofortkauf. Mit 5 Euro Versand. Also quasi 35 Euro. Aber als ich das gerade schon quasi am Bezahlen war, oder hat er noch was reingestellt. Und zwar für 39,99 Sofortkauf. Ja, sieht so gut aus. Und zwar Joe & Mac. Caveman Ninja, absolutes Kultspiel, kenne ich von früher, das hat mir richtig Spaß gemacht. OVP, guter Zustand, ach witziges Cover, die haben mir so auf dem Schirm. Ach, man hat jetzt alles erkannt. Laut den Bildern war die Anleitung nicht mehr so richtig, so war dabei, aber glaube ich nicht mehr so ganz. Gucken wir mal, also nicht mehr so Top-Zustand, ja, kommt wohl aus einer Videothek. V97, irgendein Aufkleber. Ja, aber es ist nicht ausgefallen, die Blätter sind alle okay, ja, da ist mal eine Seite geknickt, aber es ist noch ganz. Ja, der Walz ist nicht der beste. Die werde ich wohl in eine Folie reinmachen müssen, muss ich mal schauen. Modul hat im Bild gut ausgesehen. Ja, sieht auch hier gut aus.
auch auf der Rückseite keine Vergilbungen. Jo, und dann habe ich die zwei Sachen gekauft. Dann waren wir dann bei 70 Euro und dann einmal Versand gespart. So haben die vier Sachen jetzt 75 Euro gekostet. Und ich glaube, für die vier Spiele war das ein richtig guter Kurs. Das ist nicht ein riesen Schnapper, wie wenn man sowas in einem großen Set findet oder so. Aber ich denke, das John Mac kostet alleine so zwischen 60 und 70, wenn man ein bisschen aufpasst. Also für 40 war Toppreis. Das Babsi wollen die meisten Leute schon 30 bis 40 haben. Und wenn ich jetzt im Prinzip, wenn ich rechne 75 inklusive Versand, habe ich die drei lose Spiele quasi fast umsonst. So, das war's auch schon. Ich danke. Das waren jetzt die ersten zwei Pakete. Wie gesagt, drei Folgen noch diese Woche. Samstag kriegen wir auch noch Besuch von einem Sammler, den man kennengelernt hat. Der bringt ein bisschen Sachen mit. Vielleicht sogar eine richtig coole OVP, wo ich ein Spiel vervollständigen könnte. Und dann kommt eventuell Sascha noch vorbei, zocken mit und auch mit dem Sammler am Samstag. Würde uns freuen, ist auch wieder Fassbier da. Heineken, Sascha. Bedanke mich bei allen, die mittlerweile 75 Abonnenten. Und wie gesagt, bei 100 haue ich ein schönes OVP-Spiel raus. Sage Prost und bis die anderen drei Pakete da sind. Ciao, euer Hannes.